Hallo zusammen, ich stehe jetzt hier an der Kante. Wir haben Runde 7. Mein Teamkollege Andreas Böhlen wird gleich starten. Wir können jetzt mal seinen Flug verfolgen. Er ist schon bereit. Markus Meissner wird ihn werfen. Wind hat es genug. Andreas Böhlen fliegt ein Pitbull 2 von Baudis. Ein sehr beliebtes Segelflugmodell an dieser Weltmeisterschaft. Ist bei vielen Teams mit dabei, dieses Modell. Performt wirklich gut. Also wir werden mal sehen, was Andreas damit anstellen kann. Er pumpt jetzt einmal. Ich kann das nicht alles mit meiner Kamera da aufnehmen, weil die sich stabilisiert so, aber jetzt sollten wir im Bild sein. Flugzeug steigt, er kommt rein. Ja, perfekt. Das sieht mal gut aus bis jetzt. Sehr schön. Macht das ganz gut. Flugzeug läuft. Ah, das war schade. Er kann ihn abfangen. Er kann. Super. Ist natürlich schade um die Zeit jetzt, aber er kann da das Ding zu Ende fliegen. Viel Glück gehabt natürlich dabei, aber auch sehr gute Reaktion, die er da zeigt. Man merkt, er kennt sein Flugzeug, hat das wieder im Griff und kann das zu Ende bringen da. Schade um den guten Flug. So. 57 mit so einem Schreck drin, er ist nicht schlecht, er hat die Nerven da bewahrt. Und ja, so kann es halt gehen. Das ist halt F3F, da geht man ans Limit. Und wenn man da vorne mitmischen will, und das ist ja jetzt nicht der erste heute, Mervale Mathieu hatte auch schon touchiert, ist dann aber hängen geblieben, konnte nicht mehr weiterfliegen. Beim Andreas hat es jetzt wenigstens keinen Schaden gegeben, konnte die Runde zu Ende fliegen. Das ist schon mal besser als ein Null reinkassieren. Okay, es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.